Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, was ich früher gegessen habe. Und zwar möchte ich dir heute mal erzählen, was ich sonst so gegessen habe in meiner Jugend vor 15, 20 Jahren, beziehungsweise auch in meiner Kindheit, wie das bei mir ausgeschaut hat. Und ja, wie es heute ausschaut, habe ich dir ja schon öfter erzählt. Und ja, früher hat es aber so ausgeschaut. Nur damit ihr mal wisst, woher ich komme und wie das eben bei mir ausgeschaut hat in dieser Zeit und was das so standardmäßig war. Weil ich habe es neulich erst, ja, ich hatte es mir meiner Freundin erzählt und es war super. Ja, war super spannend, fand ich echt witzig, wenn man so vergleicht, wie sich das dann so Schritt für Schritt in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Ich habe damals einfach sehr viel gegessen, ich konnte keine 2 Stunden ohne essen und ja, intermittierendes Fasten täglich irgendwie erst um 12 Uhr essen, das wäre für mich damals gar nicht in Frage gekommen und ja, damals, um mal gleich zu starten, damals war so ein typischer Tag für mich, wo ich noch in der Schule war, standardmäßig frühs erstmal so 4 bis 6 Toast gegessen zum Frühstück, meistens 4. Irgendwelche normalen Weißmehl-Toast, dann ja, Margarine, Marmelade drauf und ja, 2 Stück, zweimal runtergedrückt. Oder manchmal auch 6 Stück, je nachdem, wie viel Hunger ich hatte. So, das war dann so das Frühstück daheim. Und dann, ja, dann ging es in die Schule. Dort habe ich immer, ja, 2 so Schwarzbrotscheiben doppelt. Also 4 solche Scheiben. Und die dann doppelt. In der Mitte dann mit Wurst, also mit Salami. Oder Gelbwurst belegt oder Käse. So, das waren eigentlich die 3 Sachen: Salami, Gelbwurst oder Käse, die dann standardmäßig da drauf gelegen war, die mir geschmeckt haben als Kind. Und ab und zu gab es mal Nutella oder sowas drauf. Aber meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich nicht so viel Süßigkeiten esse und so viel ungesunde Sachen. Ja. Eben das Maß, was jeder kennt. So ganz konventionell würde ich mal sagen, eben Brot mit Wurst oder Käse. Das dann in der Schule gegessen, dann mittags irgend sowas wie Kartoffeln, Fisch, Erbsen, Fleisch, viel Nudeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Gemüse. So Standardsachen dann daheim, eine warme Mahlzeit, häufig doppelte Portion und dann zwischendrin irgendwas gesnackt. Also Süßigkeiten waren immer eingeschränkt, wir haben auch nie Softdrinks daheim gehabt. Ja, häufig Schorle oder sowas dann, also richtige Saftschorle getrunken mit selber, ja, mit Wasser und irgendeinem Apfelsaft oder sowas. Also das aber eigentlich nicht täglich, normalerweise nur Wasser. Aber mit Sprudel und ja, das war es dann so mittags und nachmittags dann zwischenrein eben noch sowas wie Nüsse, irgendwelche, ja, manchmal eben dann je nachdem Süßigkeiten. Und wie gesagt, das eher wenig, auch wir hatten nie Chips oder sowas daheim. Ja. Und abends dann, ja, entweder nochmal irgendwie Brotzeit, Käse. Käse habe ich unglaublich viel auch gegessen. Und ja, im Grunde habe ich mindestens ja 5-mal am Tag gegessen, beziehungsweise eben Frühstück. Dann gab es in der Schule ja 2 Pausen, in jeder Pause eben Brot. Und ja, dementsprechend sind es ja eigentlich schon 3 Mahlzeiten, dann Mittagessen, dann zwischendrin nochmal ist die 5. und dann abends 6 oder so. Also ständig eigentlich am Essen den ganzen Tag. Und so hat es eigentlich ziemlich ausgeschaut. Wenn ich unterwegs war, war es eigentlich immer das Gleiche, was ich gegessen habe.
von wegen eben abwechslungsreich und so weiter, weil das jeder sagt, wenn du plötzlich dich vegan ernährst, das ist einseitig. Das, was ich damals gemacht habe, war sehr einseitig. Und als ich vegan mich begonnen habe zu ernähren, da habe ich erstmal diese ganze kulinarische Köstlichkeiten, alles Mögliche entdeckt. Und tausende, hunderte von verschiedenen pflanzlichen Aufstrichen, von Curry über irgendwie Senf, Dill, Tomatenaufstrich, Chili, Pilz, pflanzlicher Zwiebelschmalz und all solche Sachen. Genau. Und vorher habe ich im Grunde immer nur das Gleiche gegessen. So. Ich habe, wenn ich beim Italiener war, irgendwo Pizza essen war, eine Salami-Pizza. So. Dann hatte ich eine Bratwurst mit Ketchup immer gegessen, irgendwo auf dem Markt oder Fußballspiel im Verein. Und dann Schnitzel. Schnitzel mit Ketchup, Pommes, Ketchup. So, das waren eigentlich die Sachen, nicht mal so ein richtig schlechter Esser sozusagen. Ja. Aber das waren im Grunde immer die gleichen Sachen. Mein Bruder hat ja ein bisschen abwechslungsreicher immer gegessen, aber ich habe immer dasselbe im Grunde. Und wollte es auch immer sehr einfach haben, was in der Natur ja auch sehr schön ist und für den Körper sehr erforderlich, mono zu essen. Aber ja, wenn man eben nur denaturierte Sachen und nur schlechte Sachen im Angebot hat, dann ja, immer noch besser verträglich, dann einfacher zu essen, aber trotzdem nicht so optimal. Ja, und das war es eigentlich so ziemlich, was ich damals so gegessen habe. Und das waren, ja, so die Standardsachen. Ich überlege gerade, ob mir noch was anderes einfällt. Ja, aber Schnitzel, Pommes, Ketchup, Bratwurst, das waren so die Standardsachen, wenn ich irgendwie unterwegs war. Genau. Aber sowas wie McDonald's oder so hatte ich eigentlich nie gegessen. Ich hatte Burger als Kind nie gemocht. Und Fleisch habe ich auch nie eben gemocht als Fleisch an sich. Sowas wie Sauerbraten habe ich da mal mitgegessen, wenn es irgendwie Sauerkraut gab. Und ja, weil meine Eltern dann gesagt haben, ja, nicht nur anderes, sondern auch ein bisschen Fleisch. Und dann nimmst du halt so eine Scheibe. Fand ich trocken und schmeckt mir einfach nicht so. Und beim Schnitzel, bei Bratwurst, das ist einfach nur diese Fett-Ketchup-Süß-Kombination, die ich gemocht habe. Aber diesen Fleischgeschmack an sich oder so, dass ich irgendwo hin bin und gesagt habe, boah, toll, ein Rehbraten oder was weiß ich, das war bei mir nie so als Kind. Genau. Ja, so hat es eigentlich ausgeschaut. Ich wollte es nur mal mit euch teilen. Ich finde es immer wieder interessant, um mal zu sehen, ja, wo man herkommt, und dann kann man eben auch vergleichen. Häufig will man da viel zu schnell voranschreiten mit einer Ernährungsumstellung. Dann kommen gleichzeitig noch Sachen wie irgendwelche Suchtmittel, die man zu sich nimmt, wie Kaffee, Alkohol oder sonstige Drogen dazu oder andere Substanzen. Und dementsprechend, man muss sich da echt mal überlegen, man kann da so langsam voranschreiten. Ich habe ein Video gemacht, stufenweise Reinigung, schrittweise, könnt ihr mal auf meinen Kanal eingeben, unglaublich wichtiges Video. Es dauert wirklich Jahre, dass man da eine Stabilität reinbekommt. Ich habe jetzt wirklich Zeit mit 15, 13 Jahre oder so mich vegetarisch ernährt und auch bald schon 10 Jahre vegan, fast. Und ja. So ist es dann eine stufenweise Reinigung. Und man sagt ja auch, jede Zelle vom Körper erneuert sich innerhalb von 7 Jahren einmal komplett. Beziehungsweise jede Zelle vom Körper hat sich nach 7 Jahren einmal, ja, erneuert. Und dementsprechend, wenn du dann erstmal so einen Zyklus von 7 Jahren hast, wo sich alles wieder erneuern kann, gesünder aufbauen kann, erstmal 7 Jahre pflanzlich, dann bist du schon auf einem ganz anderen Level. Und dein Körper ist in einem viel besseren Gesundheitszustand. Und das kann wirklich dauern. Nimm dir da aber auch die Zeit, die ist auch nötig. Du kannst gar nicht so viel auf einmal ausscheiden sonst. Und du wirst sehr schnell merken, dein Körper sagt dir dann schon, wenn es zu viel wird, du wirst dich dann schlecht fühlen. Die Entgiftungssymptome werden da zu stark. Aber das ist jetzt hier gar nicht mehr Thema. Deswegen möchte ich nicht zu sehr abdriften. Ich wollte dir heute eben nur mal mitteilen, wie ich mich sonst ernährt habe. Und hoffe, das ist eine kleine Anregung für dich, damit du besser weißt, wo ich herkomme. Und du kannst gerne mal drunter posten, was du so früher gegessen hast, alles zu dir genommen hast und wie es jetzt ausschaut. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib unbedingt einen Daumen nach oben, teile das Video,
teile alles auf dem Kanal, trage es in die Welt hinaus. Wenn du mich hier unterstützen möchtest, freue ich mich super. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.